Verlieren verboten, heißt es. Nach einem Fehlstart in die Judo-Bundesliga-Saison in Runde 3 für die oberösterreichischen Judokas von Multikraft Wels. Wollen die Messestädter weiter ein Wörtchen um die Teilnahme am Final Four mitreden, sollte langsam aber sicher der erste Saisonerfolg erkämpft werden. Mit dem Judo-Club Wimpassing ist allerdings eine Mannschaft zu Gast im Budokan Center Wels, die auch in diesem Jahr wieder zu den Titelanwärtern gehört. Ganz nebenbei muss man bei den Welsern auch weiterhin auf die Verletzten Michael Winkler und Wachid Borchaschwili verzichten. Ja, wir sind natürlich stark ersatzgeschwächt. Der Winkler Michi und der Borchaschwili Wachid sind verletzt, ein wenig gröber. Jetzt haben wir uns an und für sich für heute nicht allzu viel vorgenommen. Schauen, dass wir möglichst viel gewinnen, aber Favorit ist auf alle Fälle Wimpassing. Mit viel Selbstvertrauen sind dagegen die Wimpassinger nach Oberösterreich gereist, vor allem nachdem es bei der abgelaufenen Europameisterschaft durchaus tolle Leistungen der Sportlerinnen und Sportler aus Wimpassing zu bejubeln gab. Ja, Europameisterschaft ist für uns sensationell gelaufen, größter Erfolg in der Vereinsgeschichte. Vier Athleten, Eigenbauathleten von Judo Club Wimpassing am Start, drei davon platziert, eine Medaille, Polaris Michi, die jüngste, hat souverän da die Bronzemedaille gemacht und drei Weltklasse-Athleten Top 10 geschlagen dabei. Und dann die Tina Zeltner bis 63 wieder eingestiegen, ebenfalls die Nummer 7 der Welt geschlagen und hat auf Rang 7 gezeigt, dass sie ganz vorne mitmachen kann. Hat gegen die Rennschall dann ganz knapp verloren mit Anvasari, ist auch Nummer 11 der Welt. Und auch der Aaron Fahrer bis 100, zweimal Blitzsiege in der ersten Kampfminute. Auch die Nummer 7 in Fletcher geschlagen, hat sie revanchiert für seine Niederlage in Antalya. Also sensationell stark, 7. Platz, ein Ausrufezeichen für die drei Athleten. Und ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen können für die Olympia-Qualifikation, die ja bereits für die Damen in Hohhot beginnt und dann für die Männer noch eine Aufbauphase jetzt dann in Zagreb. Für das Gastspiel bei Multikraft Wels erwarten die Niederösterreicher aber alles andere als eine Gmade Wiesen. Ja, wie interessante Begegnung heute. Welser sind nicht ganz komplett, wir auch nicht, jetzt eine Woche nach der Europameisterschaft. Ich glaube, das wird eine ganz knappe Partie, die wahrscheinlich erst im Schwergewicht entschieden wird. Kämpfen die zwei Legionäre gegeneinander und bin schon neugierig, wer sie durchsetzen wird. Wir beginnen mit dem Kampf in der Klasse bis 60 Kilogramm. Marcel Wolfsberger steht hier, Bernhard Langer gegenüber und der junge Welser tut sich hier ganz, ganz schwer gegen Bernhard Langer, der hier mit Ippon gewinnt, nachdem Marcel Wolfsberger abklatschen muss. In der Klasse bis 66 Kilogramm steht dann der Welser Punktegarant Kimran Borchaschwili Thomas Lang gegenüber. Allerdings muss hier Borchaschwili eine Vasari-Wertung hinnehmen gegen den 23-jährigen Thomas Lang. Eine doch etwas überraschende Führung für den Wimpassinger. Kimran Borchaschwili lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Da gibt es die eine oder andere diskussionswürdige Entscheidung. Und jetzt wird hier Thomas Lang mit einem Shido bestraft und damit gewinnt Kimran Borchaschwili diesen Kampf in der Klasse bis 66 Kilogramm. 1:1 steht es damit. In der Klasse bis 73 Kilogramm trifft Thomas Hamminger im weißen Judogi auf Lukas Reiter. Und der macht hier kurzen Prozess, gewinnt diesen Kampf durch diesen wunderschönen Ippon und damit führen die Wimpassinger wieder mit 2:1. Wir sind in der Klasse bis 81 Kilogramm. Jamil Borchaschwili trifft hier auf Andreas Wenisch. Und der 22-jährige Welser kämpft sehr überlegt und macht hier den Sack zu. 1:45 vor Ablauf der Zeit gewinnt er diesen Kampf mit Ippon. Damit steht es 2:2 in der Klasse bis 90 Kilogramm.
stehen sich dann der Ungar Gábor Wehr auf Seiten der Welser und Florian Wallner gegenüber. Von der Papierform her eine klare Angelegenheit für den Ungarn, der hier mit einer Vasari-Wertung in Führung geht. Ja, schön gemacht vom 26-jährigen Legionär der Welser, der diese Vasari-Wertung auch über die Zeit bringt und somit für die 3:2-Führung von Multikraft Wels sorgt. In der Klasse bis 100 Kilogramm stehen sich dann Eder Markus und Aaron Farrer gegenüber. Und dieser Kampf ist relativ schnell zu Ende. Er endet mit einer Disqualifikation des Welsers. Damit steht es 3:3, bevor in der schweren Gewichtsklasse es zum Legionärsduell zwischen dem Ungarn Miklos Csirjenic und dem Rumänen Daniel Natea kommt. Und der Rumäne Natea mit seinen 26 Jahren, ein wahres Schwergewicht, der hier diesen Kampf auch gewinnt. Miklos Csirjenic hat bereits abgeklopft und jetzt hat es der Kampfrichter auch gesehen und damit gewinnt Wim Passing die Hinrunde mit 4:3. Zum Auftakt der Rückrunde stehen sich dann erneut Marcel Wolfsberger und Bernhard Lang auf der Matte gegenüber. Ein intensives Duell, das sich da von Beginn an entwickelt. Bernhard Lang, der 26-Jährige, hat ja den Kampf in der Hinrunde für sich entschieden und gewinnt hier erneut. Auch wenn hier noch ein wenig Unstimmigkeit herrscht, gibt es bereits die Ipponwertung oder ist es ein Festhalter? Schlussendlich gewinnt Bernhard Lang diesen Kampf, aber dank dieses schönen Beinfegers und sagt so für die 5:3-Führung der Wim Passinger. In der Klasse bis 66 Kilogramm trifft dann Kimran Borchaschwili erneut auf Thomas Lang. Und nachdem Borchaschwili schon den Hinkampf mit Ippon gewonnen hat, macht er auch in diesem Rückkampf gleich einmal eine Vasari-Wertung und dann muss Thomas Lang auch noch abklopfen. Und somit kommt Wels also wieder heran auf 4:5. In der Klasse bis 73 Kilogramm stehen sich dann erneut Thomas Hamminger und Lukas Reiter gegenüber. Und auch hier gibt es keine Überraschung. Lukas Reiter dominiert diesen Kampf gegen Thomas Hamminger. Geht mit einer Vasari-Wertung in Führung und macht hier die zweite Vasari-Wertung. Und somit ist dieser Kampf dann auch schon wieder entschieden. Mit einem Festhalter bringt er Thomas Hamminger. Zu Fall und sorgt so für die nächste Niederlage eines Welser Kämpfers. Wim Passing also auf gutem Weg hier, dieses Duell in Wels zu gewinnen. Jetzt aber die Klasse bis 81 Kilogramm. Shamil Borchaschwili trifft hier auf Michael Zeltner. Und das ist ein Kampf, der ohne Wertung entschieden wird.
Da gibt es das zweite Shido gegen Michael Zeltner und damit wird Shamil Borchaschwili zum Sieger erklärt. Wir sind in der Klasse bis 90 Kilogramm. Gábor Wehr, der ungarische Legionär, hat es hier erneut mit Johann Schmidt zu tun und wie schon in der Hinrunde lässt der 26-jährige Ungar auch dieses Mal dem Wimpassinger Schmidt keine Chance. Er gewinnt diesen Kampf und damit steht es 6:6. Spannung pur, also vor den letzten beiden Kämpfen. Oleg Melnikov trifft hier jetzt auf Aaron Farah. Und das ist eine schnelle Angelegenheit für Aaron Farah, den Nationalteamkämpfer. Er gewinnt. Können die Welser einen Unentschieden herausholen oder gewinnt Wimpassing dieses Duell? Diese Frage wird in der schweren Gewichtsklasse geklärt im Legionärsduell zwischen dem Ungarn Miklos Cirjenic und dem Rumänen Daniel Natea. Und der Rumäne, das 26-jährige Schwergewicht, geht hier mit einer Vasari-Wertung in Führung. Da wird die zunächst angezeigte Ippon-Wertung korrigiert. Cirjenic versucht zwar vieles, wird aber mit Shidos immer wieder verwarnt und schlussendlich aus disqualifiziert. Und damit gewinnt Daniel Natea dieses Schwergewichtsduell und sorgt so für den 8:6 Erfolg des Judo-Clubs Wimpassing. Ja, sind zufrieden mit den 8:6. Es war so, wie ich gesagt habe, zuvor, dass die Schwergewicht in die Liga-Begegnung entscheiden wird. Die Favoriten haben sich in jeder Gewichtsklasse sowohl bei den Welsern als auch bei uns durchgesetzt. Und es waren ein paar Sachen, die halt international ein bisschen anders geschützt werden, weil halt beim Mattenrand eher, wenn einer rausgestellt wird, auch die Strafe gegeben wird. Das war halt heute nicht so. War ein bisschen Umstellung für mich als Coach, weil jetzt waren wir vorige Woche erst bei der EM, da war das genau umgekehrt in die andere Richtung. Aber es ist, wir sind in der Bundesliga, ist natürlich anders und damit müssen wir leben als Trainer und auch die Athleten. Man muss einfach sagen, da wird so gecoacht und dann geschützt und dann ist es immer so. Schwergewicht haben wir eindeutig für uns entschieden. Es freut mich, weil der Daniel Natea hat eine lange Durchstrecke gehabt, halbes Jahr Pause, ist jetzt erst gerade wieder im Aufbau und freut mich, dass er so dominieren hat können, weil der Cirjenic ist ja auch Nummer 3 der Welt bis 100 Kilogramm und das war eigentlich das hochklassigste Match da des Tages. Ne? Ja, es war eine knappe Partie und wir haben gewusst, wer Schwergewicht gewinnt, der gewinnt heute die Partie. Und die Wimpassinger haben natürlich in Natea gehabt, der hat 170, 180 Kilo. Für das war eigentlich der Cirjenic ein bisschen zu leicht, sagen wir mal so. Aber die anderen Burschen haben wirklich gut gekämpft. War voll in Ordnung. In Wolfsberg und Marcel haben wir das erste Mal eingesetzt. Einen Jugendlichen, eigentlich nur U16. Und da hat sich einmal bewähren müssen, wie unser 60er geht. Der Kimran, obwohl er gescheit Rückenprobleme hat, hat sich eigentlich gegen Lang sehr, sehr gut gefallen. Thomas hat super gekämpft gegen Reiter Lucke. Der Reiter Lucke hat Oberwart gewonnen heuer ganz stark und haben wir gewusst. Shamil, mit dem haben wir natürlich gerechnet. Das ist für uns schon fast eine Bank, der ist so stark, dass er die Partie gewinnt. Wie Gabo haben wir uns gedacht, dass er gewinnt. Ja, 100 haben wir gewusst, dass wir verlieren. Da ist der Fahrer Aaron bei den Wimpassinger, der ist im Nationalteam, ist unheimlich stark, war jetzt bei den Europameisterschaften. Also, da haben wir gewusst, dass wir da kein Brot haben. Und Schwergewicht war eigentlich die entscheidende Partie. Und die hat der Natea natürlich gewonnen. Und somit ist 8:6 ausgegangen für Wimpassing. Die weiteren Ergebnisse dieser dritten Bundesliga-Runde im Überblick. Das UJZ Mühlviertel muss sich den Titel verteidigen, den Galaxy Tigers mit 4:10 geschlagen geben. Pinzgau gewinnt erstmals in diesem Jahr gegen Reich Ramming mit 8:6 und die Wiener Samurais müssen sich zu Hause Flachgau mit 5:9 geschlagen geben. Die Flachgauer haben nach 3 Siegen auch Tabellenplatz 1 inne. Mit 5 Punkten folgen auf den Rängen 2 und 3 die Galaxy Tigers und Wimpassing. Platz 4 hat das UJZ Mühlviertel inne, dahinter folgt die Mannschaft von Dynamic One und Pinzgau.
Weiter ohne Sieg stehen Wels, die Wiener Samurais und Reich Ramming da.